Hey Leute, kurz vorab, das Video ist in Kooperation mit Essence entstanden, denn die haben gerade ihre neue Trend Edition gelauncht unter dem Thema Girl Power Empowerment. Es geht im Prinzip darum, einfach aus seiner eigenen Comfortzone rauszusteppen und ein paar neue Sachen auszuprobieren. Und deswegen habe ich mit drei weiteren Mädels Challenges gedreht. Die gibt es auch auf deren Kanäle abzuchecken, einmal unten in der Beschreibung schauen. Mein Thema war Gaming und deswegen gibt es am Ende eine Gaming Challenge mit einem Fitnessmodel, einem Beauty Guru und einem Koch-YouTuber, die alle noch nie Games gespielt haben. Und ja, davor gibt es nochmal einmal die Story, wie ich denn zum Gaming gekommen bin. Also viel Spaß mit Geschichten aus meiner Vergangenheit. An alle Sherlocks da draußen, ja, ich bin nicht zu Hause. Viele von euch wissen nichts, außer dass ich in meinen Videos so laut rumschreie, als müsste ich irgendwas kompensieren. Da! Deine Mutter! Nervig! Sorry. Aber viele von euch wissen auch, dass ich ein Gamer bin. Hey, wer hätte das gedacht? Und aus welchem Grund auch immer denken irgendwelche Leute nur, dass weibliche Gamer in der Fantasie von den Menschen, nein, gegen Menschen existieren. Nur Pony-Spiele oder Sims spielen und das eigentlich alles nur machen, um Jungs zu beeindrucken und im Zweifelsfall stinken. Und dazu sage ich nur eins. Bullshit! Aber jetzt kommt die Story, die mein Leben verändert hat. Ich kenne so viele Mädels, die zocken und trotzdem gibt es dieses Vorurteil, dass Videospiele so eine Jungs-Only-Sache sind. Man sieht es den meisten Leuten halt auch nicht an, wenn man nicht gerade mit einem Overwatch-T-Shirt rumrennt oder rumschreit, hey, ich bin Platin bei League of Legends oder ich habe meine Pferde schon auf Max-Level gepusht bei Abenteuer auf dem Ponyhof. Also man weiß nie, was dahinter steckt, okay? Aber ich meine, so viele Jungs sehen halt auch nicht aus oder rennen rum und reden die ganze Zeit darüber. Aber wenn die dann sagen, ja, ich spiele halt irgendwelche Spiele, dann kriegt man meistens nur so ein, oh cool, als Antwort. Aber bei Mädels ist es immer direkt so ein, oh mein Gott, wirklich? Bist du dir sicher, dass du zockst? Okay, aber du weißt schon, dass Farmville nicht zählt. So, du spielst also League of Legends, ja, ja. Was für eine Klasse ist denn Soraka? Aber wie ist es dazu gekommen? Oh, du komm, Anissa. Das wollte ich doch gerade erzählen, also hör auf, mich zu unterbrechen. Also, mit 4 Jahren ungefähr bin ich zu meinem Vater gegangen und war so, hey Papa, ich will auch ein Hobby haben wie all meine anderen Freundinnen und die sind beim Ballett angemeldet, kann ich da vielleicht auch hingehen? Mein Vater war so, nö, und hat mir eine Playstation gekauft. Das war so die ranzigste Playstation, die man von so einem Flohmarkt nur kaufen konnte. Aber mein Vater dachte sich so, hey, Ballettstunden kosten 80 Euro im Monat und eine Playstation mit kaputtem Controller und einem zerkratzten Spiel kosten irgendwie 20, also ist das auf jeden Fall ein besserer Deal. Und somit begann meine Evolution. Mein erstes Game war Sheep, Dog and Wolf für PlayStation 1. Erinnere dich zurück, 4-jährige Anissa, was damals passiert ist. Ich glaube, ich habe da irgendwie einen Wolf gespielt und musste Schafe klauen und die mit Kohlköpfen und irgendeinem Parfüm anlocken. Spiele waren damals so viel schwieriger durchzuspielen als heutzutage. Das ist verrückt. Und kennt ihr das, wenn ein Spiel so schwierig ist, dass euer 5-jähriges Ich einfach mittelschwere Depressionen davon bekommt, weil es mit irgendwem darüber reden möchte? Plot Twist, ich hatte keine Freunde, weil die Jungs fanden mich einfach blöd, weil ich halt Mädchen bin und wenn man 5 Jahre alt ist, dann sind Mädchen eben blöd. Mädchen fanden mich auch blöd, weil ich einfach ganz andere Interessen hatte als die. Und somit blieb mir nur meine Schwester Aliana, die ich dann zur Gamerin zwangs rekrutiert habe. Rekrutiert habe? Einfach nur, um jemanden zu haben, mit dem ich spielen kann oder gegen den ich spielen kann. Früher, als Playstations noch aus Ästen und Steinen gebaut worden sind und es keine Elektronik gab und wir im Winter mit auch reinem Lagerfeuer zu Hause werben mussten, ja, genau zu dieser Zeit, da gab es auf jeden Fall noch irgendwie viel krassere Rollenbilder, so das dürfen Mädchen machen und das dürfen Jungs machen und auch wenn wir My Little Ponyhof oder sowas gespielt haben, wisst ihr, wie schwierig das ist, ein eigenes Pony zu gebären, es jeden Tag zu streicheln und aufzuziehen, bis es irgendwann einen Wettbewerb gewinnen kann? Nein, dann haltet die Presse! Weiter geht's. Irgendwann habe ich gemerkt, PlayStation 1 ist für Loser. Also brauchte ich eine PlayStation 2 und ich habe tagelang meinen Vater auf Knien angefleht. Papa, bitte kauf mir eine PlayStation 2, alle Leute in der Grundschule haben die. Aber alle Mühen waren vergebens. Und dann habe ich meine Mom gefragt, die hat mir einen gekauft. Dankeschön, Mama, du bist die Beste.
Und als meine Schwester alt genug war, um einen Controller mit beiden Händen selbstständig zu halten, da wurde es Zeit für 1-gegen-1 Spiele. Und ich meine, Menschen würden sagen, es ist ehrenlos, wer 3 Jahre jüngere Schwester bei irgendwelchen Spielen abzieht. Aber ich sage, ich hatte keine andere Wahl. Ihr wisst gar nicht, wie mein Leben damals gewesen ist. Ich meine, wir haben ja nicht nur gegeneinander gespielt. Sie war auch meistens auch einfach Spieler 2. Es tut mir an der Stelle leid, Aliana, dass du Super Mario nur aus der Sicht von Luigi kennst, aber... War für sie ein Sensei. Ich habe sie vorbereitet auf die saltige Welt von League of Legends und nur deswegen kann sie da aktuell überleben. Ohne meine harte Unterdrückung zu unseren Jugendzeiten wäre sie jetzt untergegangen. Ich habe also nichts falsch gemacht. Rein gar nichts. Aber es war weiter im Text. Ich bin ungefähr jetzt 13 Jahre alt und habe die MMORPGs für mich entdeckt. Das war das erste Mal, dass ich mit und gegen andere Menschen gespielt habe, die nicht meine kleine Schwester waren. Ich habe gemerkt, ups, ich muss besser werden. Mein Vater wollte mich eigentlich nur rückstellen mit dieser PlayStation 1 und hat gar nicht gemerkt, dass er ein Monster erschaffen hat, was den ganzen Tag nur noch über irgendwelche Raids und Instanzen und sonst was reden konnte. Meine Mom war komischerweise sehr interessiert. Ich meine, sie hat mir zwar nie geantwortet, wenn ich so einen 4-stündigen Monolog über irgendwelche Anime-MMOs gehalten habe, aber ich glaube, sie war einfach nur froh, dass ich etwas hatte, was mich begeistert. Und ich meine, solange ich die Schule vernachlässigt habe, war das ja eigentlich nur positiv. Aber Leute, bei jedem Hobby muss man darauf achten, dass man nicht die wichtigen Sachen im Leben vernachlässigt. Sowas wie Schule, Ausbildung, Essen, regelmäßig aufs Klo gehen. Das Übliche halt. Und boom! 2 Jahre später habe ich aus meinem Hobby meinen Beruf gemacht. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Naja, vielleicht konnte ich damit euch vielleicht ein paar Vorurteile wegnehmen, was Mädels und Zocken angeht und dass einfach auch jede ihre eigene Geschichte hat und dass es vor allem nicht nur Ponyhof-Spiele sind. Meine Güte! Ich liebe Games, ich liebe Videospiele, ich finde es so cool, man kann unterwegs, zu Hause, mit Freunden, alleine irgendwie in coole Welten eintauchen und einfach mal abschalten vom ganzen Alltagsstress. Ich finde, dafür ist das einfach eines der besten Sachen, die es gibt. Ich wünschte, mehr Mädels würden sich auch einfach mal daran trauen und das einfach mal ausprobieren. Und hier kommt die Kooperation mit Essence ins Spiel, da sie mich und 3 weitere Mädels eingeladen haben, 4 Challenges zu meistern und jeder war in einer Challenge quasi der Profi. Von mir war es quasi die Gaming-Challenge. Und ja, Essence hat mir quasi diesen Wunsch erfüllt, einfach mal mit ein paar Nicht-Gamerinnen mal ein Spiel auszuprobieren und einfach mal zu sehen mit Leuten, die gar nichts damit an der Mütze haben, wie das für sie ist. Und ich muss sagen, das war schon krass. Also ich hätte nicht erwartet, dass es so ausgeht. Wir drehen heute eine kleine Gaming-Challenge und haben uns ein paar lustige Sachen ausgedacht. Hier am Start sind Leute, die eigentlich üblicherweise nicht unbedingt was mit Gaming machen. Wie ihr mich auf meinem Kanal kennt, ich bin immer viel zu stark geschminkt dafür, dass ich nur zu Hause sitze. Jede von uns hat quasi ihre eigene Lidschattenpalette, die sie vorstellen kann. Und das ist meine Not Your Princess Palette. Und die sieht mega nice aus. Hat so coole grau-rosa Glitzerfarben. Irgendwie genau die Farben, die ich auch mal benutze zum Schminken. Wir spielen heute Arms. Warum spielt ihr Arms, wenn dein Bizeps so scheiße ist? Aber sie hat den Bizeps. Alter! Mal kurz vorweg, hat irgendwer von euch schon mal irgendwann mal irgendwas gezockt? Wow, noch nie. Nie in deinem Leben. Ich habe ganz lange ganz klassisch Minecraft gespielt. Ehrlich? Mhm. Minecraft. Sogar auf YouTube. Was? Die Leute, die richtig harte Stalker sind, können das vielleicht sogar noch finden. Jeder YouTuber beginnt irgendwann mal als Minecraft-Let's Player. So ist das. Topf schlagen oder blinde Kugel spielen? Oh ja, stimmt. Das ist meine tägliche Wochenendbeschäftigung. Aber heute warte, nicht. Wer bin ich? Du bist so ein Aladdin. Oh, wer bin ich? Ein Schmalzlappen. Oh mein Gott. Das ist viel schwieriger, als ich mir vorgestellt habe. Scorpio. Geht's schon los? Kann ich das nehmen? Los geht's. Los. Nach vorne, nach vorne. Okay. Nein, weiter, geradeaus, geradeaus. Genau vor dir so. Okay. 12. Scheiße. Nein. Mehr, doller, häufiger. Häufiger. Okay. Da ist eine Säule zwischen der Säule. Ey, ja. Nein. Wie mach ich das? Wow, du hast sie K.O. geschlagen! Oh, ich bin blind. Oh, geil. Yeah! Wer auch immer du bist, du hast eine sehr stylische Frisur. Das finde die Frisur sieht ein bisschen aus wie so ein Kackhaufen. Okay, jetzt einfach geradeaus. Einfach auf 12 Uhr. Geht es los? Ja. Okay, dann geradeaus, 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 rechts. Hau drauf! Hau drauf! Ja! Oh mein Gott! Spring! Oh mein Gott! Spring! Ich spring noch! Ach, warte, nach vorne! Oh mein Gott! Oh, sie ist halt drauf! Ja! Die Gurke hat mal gewonnen. Ich wollte ja sich der Gurke. Ich will jetzt nicht sagen, wie das aussieht.
So, nach diesem ganzen Geschwitze. Mein Make-up hält auch noch. Ihr seht immer noch voll krass, obwohl wir gerade noch Augenbinden und alles drauf hatten. An der Stelle checken wir mal die Challenges der anderen Mädels aus. Bei der Evelina haben wir eine Fitness-Challenge gemacht und eine Katze vom Baum gerettet. Das war höchst dramatisch. Bei der lieben Mira haben wir vegan gekocht. Ich habe noch nie vegan gekocht. Wahrscheinlich doch. Aber aus Versehen. Jetzt war es bewusst vegan gekocht. Bei der Ellie haben wir auch Zombies geschminkt. Und zwar nicht mit Theaterschminken, sondern nur mit Essensprodukten. Und die sind, ich fand, ziemlich überzeugend gewesen. Wir haben auch die Umgebung benutzt und ein paar Stöcke die Haare geflockt. Dann tschüss von hier und wir schneiden wieder zurück in mein Wohnzimmer. Dankeschön, Leute. Ich habe euch alles weitere zu Essence unten in der Infobox verlinkt. Genauso wie einen Link zu den anderen Challenges und zu den Mädels, die mitgemacht haben. Und wir sehen uns bald entweder auf Twitch bei Spielen, wie ich, glaube ich, das ganze Video jetzt geredet habe. Oder im nächsten Video in der nächsten Woche. Lasst gerne ein Abo da, weil ein Abo nichts bringt. Lasst bitte noch die Glocke an, weil das ist das Einzige, was irgendwas bringt. Also...